Eyo, meine freshen Freunde, wieder frisch am Start hier. Gleich mal zum ersten Anliegen in meinem Video. Ich möchte gerne ein Fragen- und Antworten-Video machen, da ich jetzt über 100 Abonnenten habe. Ich glaube, 117 sind es genau. Fragen- und Antwort-Video finde ich immer ganz lustig und auch natürlich informativ für euch und natürlich auch interessant für mich, was ihr so für Fragen für mich habt. Deswegen schreibt es unten in die Kommentare, bitte. Schreibt die Fragen unten in die Kommentare, meine ich natürlich. Ich werde sie dann im nächsten Freitag, also ich glaube nächsten Freitag werde ich das Video machen und werde dann eben dazu auch die Antworten machen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so, warum braucht er so lange oder warum macht er das oder warum wartet er so lange drauf? Das hat einen guten Grund. Ich habe noch nicht so viele Abonnenten und es werden noch nicht so viele jetzt gleich anschauen. Deswegen werde ich etwas länger warten, dass auch alle wirklich Fragen drunter schreiben können, die auch Lust haben oder irgendwas von mir wissen wollen, damit ich auch wirklich alle erreichen kann damit. Das ist eigentlich der Grund, warum ich so lange warte. Deswegen nächste Woche Freitag gegen 18, 19, 20 Uhr sowas wird das Video rauskommen mit den Antworten. Freut euch auf jeden Fall schon mal drauf und wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare. Was ihr so für Fragen habt. So, dann kommen wir zum Teil 2 meines Videos. Welche Spiele spiele ich so? Wurde ich oft gefragt. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich gleich mal ein Video dazu. Bis ich das alles erklärt habe. Ich habe einfach keine Lust, dauernd jedem das Gleiche zu schreiben. Deswegen dachte ich mir, ich mache gleich mal ein Video, damit alle Bescheid wissen, was ich so gerne spiele. Deswegen fangen wir gleich mal an mit meinem Scuff hier. Das Unboxing-Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auch ein richtig gutes Video, finde ich. Ist ein bisschen verwackelt und ein bisschen fail, weil wir da gerade aufgestanden, wir waren gerade, ja, nach unserer Zocker-Session aufgewacht, nenne ich das mal. Und, ja, deswegen ist das Video auch ein bisschen krank. Aber okay, fangen wir mal an mit GTA 5. GTA 5, ein gutes Spiel, braucht man nichts sagen. Halo ist jetzt nicht so meins, aber wenn jemand mit mir das mal spielen würde, also Multiplayer die Story durchspielen möchte, bin ich gern dabei. Ich habe leider keinen in der Friendlist, der mit mir das so spielt, deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Aber ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn jemand schreibt, hey, ich habe Bock und spielen wir das zusammen. Kein Problem für mich, bin ich dabei. Black Ops 3 kennt ihr, wisst ihr sowieso, dass ich das jetzt spiele. Advanced Warfare ausgelutscht, spiele ich jetzt nicht mehr. Ghost spiele ich auch nicht mehr so richtig. Dragon Age Inquisition, auch ein gutes Spiel. Aber leider der Multiplayer-Modus nicht so meins, weil man da eben nur rumlaufen kann und nichts Besonderes halt. Der Story-Modus kann man nichts dagegen sagen, macht Spaß, aber der Multiplayer-Modus nicht so meins. Forza Motorsport 5 ist jetzt, also allgemein Forza, diese richtig realistischen Simulatoren mag ich jetzt nicht so. Deswegen spiele ich eher so Forza Horizon 2 und Forza Horizon 1. Braucht man nicht sagen, sind übelst gute Spiele. Battlefield 4 habe ich jetzt hier noch drauf, den Nachfolger habe ich nicht mehr, weil Battlefield einfach nicht so meins ist. Oh, jetzt habe ich es weggemacht. Ist wie gesagt nicht so meins. Ich bin eher der COD-Fan, aber natürlich, Battlefield macht Spaß und die Story natürlich von Battlefield macht auch richtig Spaß. Deswegen gönnt man sich es eigentlich trotzdem. Also, ja. The Witcher, richtig geiles Spiel, braucht man nichts dazu sagen. Mordors Schatten hat was, aber irgendwann nervt es durch die Kämpfe, weil die immer das gleiche sind, finde ich. Fallout 4, gutes Spiel, braucht man auch nichts dazu sagen. Gönnt es euch, wenn ihr es euch gönnen wollt und wenn ihr auf Multiplayer, also was heißt Multiplayer, wenn ihr auf gute Story steht. Wenn ihr auf gute Story steht, Fallout 4 auf jeden Fall dabei. Destiny, wer jetzt noch nicht angefangen hat, ist eh schon viel zu spät dran. Ich bin auch schon übelst raus. Ich habe es so gesuchtet, bis es Level 34 ging. Dann war ich mit allen drei Charakteren auf 34. Und dann habe ich zwei Monate Pause eingelegt und danach war alles vorbei. Ich konnte nicht mehr mithalten, weil einfach so viel in der Zeit passiert ist. Finde ich schade, aber Destiny, richtig gutes Spiel. Evolve spiele ich nicht. Da habe ich einfach nur so drauf. Kill Instinct taugt mir auch nicht. World of Tanks ist auch nicht so auf der Xbox, eher auf dem PC was. Sunset Overdrive ist für mich zu hektisch. Keine Ahnung, taugt mir jetzt auch nicht so. Und rumgeballer will das, okay. Aber ist für mich nichts. Sniper Elite habe ich auch noch nicht gespielt. Dann habe ich hier noch Assassin's Creed Black Flag. Thief. Thief ist auch nicht so meins. Taugt mir gar nicht. Tomb Raider definitiv Edition habe ich durchgespielt. Muss ich ehrlich sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Nur empfehlenswert auf jeden Fall, wer auf gute Story steht. Titanfall am Anfang auch übelst gehypt, jetzt spiele ich es gar nicht mehr. Need for Speed spiele ich noch, ist ein richtig gutes Spiel. Xbox, was ist los mit dir?
Fick dich. So, ja, Fail wieder. Da sieht man mal, wie gut das Kinect wieder wirkt. Also ich sag gar nicht irgendwie das Wort, was ich sagen muss. Und ihr versteht mich trotzdem. Ja, Need for Speed war ich stehen geblieben. Need for Speed ist ein gutes Spiel, braucht man nichts sagen, macht auch Spaß. Endlich mal wieder Tuning. UFC spiele ich jetzt nicht so, ist nicht so meins. Plants of Zombies Garden Warfare 2 freue ich mich schon drauf. Wird auch wirklich gut. Ich werde auch noch ein Video drüber machen, was so sich neu erneuert hat oder geneuert hat und was es Neues so gibt. Ein kleines Informationsvideo wird es dazu auf jeden Fall noch geben. Need for Speed Rivals war jetzt gar nicht meins. Hat mir nicht getaugt. Ich glaube, 4-5 Stunden habe ich es gespielt, dann in die Ecke geschmissen. Einfach nicht meins. Forza Horizon 2 Fast and Furious DLC. Richtig nice. Braucht man gar nichts sagen. Was habe ich noch so Erwähnenswertes? Yep, genau, Pneuma. Pneuma ist ein gutes Spiel. Muss man ein bisschen denken, seinen Kopf anstrengen. Schadet aber ab und zu mal nicht. Und ich finde einfach mal die Grafik von dem Spiel. Ihr müsst euch die Grafik von dem Spiel gönnen. Die ist sowas von hart, sowas von geil. Da kann man richtig drauf absaften auf dem Spiel, auf die Grafik, weil die ist einfach übelst nice. Schaut es euch einfach mal an. Fable Legends ist natürlich übelst cool, übelst geil, freue ich mich drauf. Dragon Ball macht auch richtig Spaß, leider die Kämpfe irgendwann ein bisschen eintönig, auch wenn man neue Attacken bekommt. Das nimmt, glaube ich, den Spaßfaktor ein bisschen, aber so für Dragon Ball Fans auf jeden Fall ein Muss. Trials Fusion fand ich schade am Anfang, dass die Multiplayer Session nicht ging, also konnte man kein Multiplayer spielen. Ja, war echt schade, deswegen habe ich dann auch aufgehört, aber für Trials-Fans natürlich auch ein Muss. FIFA bin ich jetzt nicht mehr so der Typ, FIFA 14 war das letzte, was ich noch richtig gespielt habe, aber dann nicht mehr, weil es einfach mir nicht mehr taugt, es ist einfach, hat nichts mehr mit FIFA zu tun, finde ich, und taugt mir auch einfach gar nicht mehr. Dann geht's weiter, Metro. Metro sind richtig gute Spiele. Was gibt's noch? Crimson Dragon, okay, ist jetzt eher fast schon ein Kinderspiel, aber macht Spaß, wenn man zu dritt spielt, auf jeden Fall empfehlenswert. Rocksmith, für die Leute, die Gitarre spielen oder Gitarre lernen wollen, ist auch ein gutes Spiel, kann man nichts dagegen sagen, macht auf jeden Fall Spaß, sind auch coole Lieder dabei. Walking Dead macht auch Spaß. South Park Stick of Truth, eins meiner Lieblingsspiele, die es je gab. Für South Park Fans auf jeden Fall ein Muss, gönnt, also ich glaube alle South Park Fans, also alle Leute, die South Park Fans sind, haben das Spiel schon, weil es einfach ein Muss ist für die Leute und es macht auch richtig Spaß. Leider sind viele Szenen rausgeschnitten in der deutschen und in der österreichischen Version, aber kann man nichts machen, ist halt so. Was gibt es noch so Erwähnenswertes? Hier zum Beispiel Zoo Tycoon. Zoo Tycoon finde ich auch ganz lustig, ist zwar ein Kinderspiel, aber es macht trotzdem Spaß irgendwie, einfach mal nebenbei zu spielen, ist ganz lustig auf jeden Fall. Dann ein Spiel, was fast keiner kennt, glaube ich, dieses Beyond Good and Evil, habe ich früher gespielt, da war ich wirklich noch ziemlich jung, ich glaube 14 oder so, ich müsste fast lügen, aber ein richtig geiles Spiel, wer wirklich auf Story steht und auf einfach wirklich gut durchdachte Stories, dann gönnt euch das Spiel, ist wirklich lohnenswert, es kostet auch nicht mehr so viel, ja, schaut euch einfach mal irgendwo ein Video an. Ich werde auch noch ein Video dazu bringen, weil ich das Spiel wirklich richtig gut finde und es macht auch einfach richtig Spaß. Deswegen schaut es euch an und gönnt es euch auf jeden Fall. Dann so richtig Erwähnenswertes habe ich nichts mehr. Happy Wars macht noch Spaß, ist auch kostenlos, könnt ihr euch auf jeden Fall runterladen. Goat Simulator habe ich nur aus Spaß mal geholt, ist aber eigentlich der größte Abfuck, den ich je gesehen habe. Minecraft spiele ich noch ab und zu, Minecraft ist auch ganz cool. Sonst, ja, Gears of War, hier habe ich noch ein paar Spiele, die eben nicht installiert sind. Gears of War, Dying Light, Wolfenstein, Dead Rising, alles. Ja, alles gute Spiele, kann man nicht sagen. Aber halt schon alt und ausgelutscht. Joa. Ne, mehr haben wir jetzt auch nicht. Ich habe bestimmt noch ein paar Spiele so, die ich vergessen habe. Aber, ja, ich denke, das dürfte reichen für die Leute, die immer fragen, ja, was spielst du denn so? Ja, mein Hauptspiel, wie gesagt, ist einfach noch Black Ops 3 zurzeit. Das werde ich, suchte ich einfach auch zurzeit. Aber, ja, ihr wisst jetzt, was ich spiele und ihr könnt auch mal eure Gamertags auch unten, ja, stopp, in die Beschreibung, unten in die Beschreibung klatschen. Dann werde ich halt auch mal euch adden und ihr könnt auch mal was zusammen spielen. Ich habe schon mit ein paar Abonnenten gespielt, macht auf jeden Fall auch Spaß.
Und vergesst bitte die Frage nicht, die ich euch gebeten, also worum ich euch gebeten habe, eben für mein Frage- und Antwort-Video. Da würde ich eben auch gerne ein paar coole Fragen haben. Ist mir eigentlich scheißegal, was ihr für Fragen schreibt. Es könnte auch was Lustiges sein, so wie, warum habe ich Achselhaare und meine Mutter nicht? Oder sowas ähnliches. Oder warum habe ich den Schwanz und der andere nicht? Und warum scheint die Sonne nachts nicht? Und ja, ihr wisst, worauf ich raus will. Schreibt irgendwas. Auf jeden Fall soll es unterhaltsam werden. Ihr könnt auch was Persönliches fragen, wenn es zu persönlich wird. Dann lasse ich es natürlich. Aber schreibt einfach mal was drunter. Und dann wird es das nächste Woche Freitag im neuen Video geben zur Antwort auf eure Fragen. Freut euch auf jeden Fall. Und am Wochenende wird es auch wieder Livestream geben, natürlich. Schaltet auf jeden Fall vorbei. Schaut vorbei. Jetzt wusste ich nicht, was ich sagen wollte. Schaltet vorbei oder ja, ich komme voll durcheinander. Lassen wir es lieber. Wie gesagt, Livestream wird auf jeden Fall angekündigt, wieder in Instagram und auf YouTube. Deswegen, in diesem Sinne, lasse ich es jetzt mal. Wir sind schon bei 11 Minuten 35. Wird eh schon, naja, ist schon mehr. Deswegen wird es schon wieder viel zu lang. Ich sag nur noch, Daumen nach oben. Scheiße, meinen Daumen sieht man nicht. Daumen nach oben. Kommentar da lassen wegen dem Frage- und Antwort-Video auf jeden Fall. Und abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ich weiß nicht, was mit mir los ist heute. Aber bis zum nächsten Video. Ciao. Yo, meine freshen Freunde. Neues Video von mir. Ich wurde oft gefragt von euch, welche Waffen ich spiele und welche Aufsätze ich spiele. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal ein kurzes Infovideo darüber, welche Waffen ich spiele und welche Aufsätze.